Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ich fahre heute eine Booster. Geil! Wer ist das denn? Kennt man den? Weiß ich nicht. Spaß. Ja, ich fahre die Booster heute von 1 Bike Life 1. Hat alles 70 Kubik voll umgebaut, alles mögliche von Stage 6 drauf. Voilà. Ja, die Booster hier geht auf jeden Fall echt gut. Ja, ich kann euch mal zeigen, die Gabel. Mit wenig Aufwand, einfach so. Das Ding ist ein echter Flummi. Also alleine, also weil halt die Gabel so weich ist, ist das Ding so ein Flummi. Ja, und Booster, ich hab's immer gesagt, ich werde auch immer dieser Meinung bleiben. Booster ist einfach der geilste Wheelie-Roller, den ihr euch kaufen könnt. Und wir werden jetzt heute mal ein paar Wheelies mit der Tour zählen. Ich muss ja erstmal reinkommen wieder hier. Voll die Umgewöhnung mit normalem Gasgriff, dass du so voll viel Gasannahme hast. Also so viel, ach Digga, so viel Spiel, Mann. Das Ding ist nur am Wackeln, Alter. Oh, Junge, geht die leicht hoch. Alter. Boah, Junge, Alter. Ja, ihr habt vielleicht schon im Vlog gesehen, den ich davor hochgeladen habe, bei was für einer Geschwindigkeit der diese Karre hochzieht. Und ich kann es jetzt verstehen, ich bin ja davor auch eine Booster gefahren, die rote. Und die habe ich ja auch ohne Probleme mit 50 Kubik bei 50 km/h ohne Probleme hochgerissen. Das wäre ein Träumchen bei der Aerox, sage ich euch ehrlich. Ich muss da mich auf jeden Fall mal nochmal um ein anderes Setup kümmern bei der Aerox. Aber das hier ist echt geisteskrank. Meine schwarze Booster, die baue ich jetzt auch wieder auf demnächst. Da werde ich dann in... oh mein Gott. Geht geisteskrank. Es ist so schwammig, ne? Der Junge braucht unbedingt ein neues Federbein und eine neue Gabel. Ey, die geht so easy nach oben, ne? Ehrlich, wenn ihr Wheelies lernen wollt, kauft euch eine Booster, ehrlich. Da reicht ein günstiger 70er. Einen DR bekommt ihr ja schon für 120 Euro, habe ich gestern auf eBay auf Scootertech gesehen. Und da könnt ihr euch nicht beschweren, einen DR, der ist so langlebig, der ist so haltbar, weil es halt einfach ein Graugusszylinder ist. Gut, der Street Race jetzt auch, ne? Aber der kostet ein paar Euro mehr. Aber wirklich geil. Einfach geil. Booster mit Leistung ist und bleibt einfach geil. Boah, Junge! Vor allem ist das ja noch nicht mal eine Geschwindigkeit, aber ich bin es halt einfach nicht mehr gewohnt. So, warte. Und einfach oben ist das Ding. So geil. Boah, es ist so windig, ne? Safe heute versteht man mal wieder gar nichts. Auf den Dingens. Auf der Tonaufnahme. Alter, fahren wir noch mal da hoch, ne? Alter, ist das windig hier. Alter, Junge, meine Jacke.
Die ist komplett aufgebläht. Krass. Joa. Die hat doch einen ganz anderen Lenkeinschlag wie eine Aerox. Also das ist ja geisteskrank viel. Hier ist mir gerade nur mit Gas hochgekommen. Warte, wir bleiben nochmal stehen. Oh mein Gott, ja. Einfach Booster ein Traum, wirklich. Booster ist und bleibt Liebe. Ich fühle mich mit Scheibenbremse einfach viel, viel safer, was das alles angeht. Klar, man könnte jetzt auch noch sagen, man baut sich sein... Was ist das denn? Klar, man könnte jetzt auch noch sagen, man baut sein... Mann, ich bin gerade so lost! Dass man den Motor, den Minarelli stehenden Motor auf Scheibenbremse umbaut. Ja, aber weiß ich nicht. Boah, ich muss mich hier echt konzentrieren bei der Booster wegen der Bremse. Also ich benutze sie gar nicht so viel, merke ich. Jetzt habe ich sie mal ein paar Mal öfter benutzt, einfach um zu gucken, wie die so ist im Wheelie. Weil das ist echt... Also das fühlt sich ganz, ganz weird an mit der Bremse. Ja, ist halt aber eine normale Bremse, ne? Wollen wir mal eben einen Geschwindigkeitstest machen? Es ist zwar kein Tacho dran, aber einfach mal mit der Umgebung so, wie man das dann wahrnimmt, ne? 3, 2, 1, go! Ah, die ist schon ganz schön schnell, muss ich sagen. Das geht gut nach vorne. Ich brauche auch so eine Booster, ehrlich. Digga, ich brauche auch so eine Booster, Alter. Die kriegst du ja easy auf kompletter Geschwindigkeit einfach hochgerissen. Also ohne viel Aufwand einfach. So, einfach zack, oben ist das Ding. So, wir fahren nochmal was. Ein bisschen abbremsen. Also wir fahren nochmal, ne, und dann so, zack, oben ist das Ding. Ich mach das jetzt nicht wegen dem Traktor da vorne. Ich fahr jetzt hier mal ganz langsam an dem Ding vorbeistellen und in die Wiese einfach rein. Gar kein Bock, dass mich das Ding köpft, Alter. Ne, aber so, ihr fahrt, das ist schon gute Beschleunigung, ne, und dann so, ist das Ding einfach oben, einfach so. Es ist so geil, ehrlich. Boah, das macht ehrlich. Also ich bin die ganze Zeit nur am sagen, dass es Bock macht und Laune macht und geil ist. Aber es stimmt ja auch einfach. Es stimmt einfach, dass es so hart Bock macht. So und? Ja. Ah,
Aber ich denke mal, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Aua! Like und ein Abo da. Kommentieren, ne, ob ihr Bock habt, die Booster, dass ich die Booster so umbaue. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Checkt die letzten Videos ab, ne? Ciao!